herzlich willkommen zu den Clipcharts. Hier sehen Sie wieder eine geballte Ladung der besten Clips. Los geht's bei uns heute mit Sport. Und diesen Sommer gab's ja eigentlich nur eins: Fußball. Ja, okay. Hinzu kam noch der Dopingskandal beim Fahrradfahren in Frankreich und ein wenig Tennis in England. Aber wenn Sie denken, das war schon alles, dann schauen Sie sich das mal an. Die besten Tischmanieren helfen nun mal nicht, wenn der Tisch selbst keine Manieren hat. Ich finde es aber auch ein bisschen dreist. Ich meine, es mag ja viele Männer geben, die davon träumen, sich nach einem Essen mit zwei Frauen im Arm hinlegen zu dürfen. Aber für das Abräumen, da sollte man sich schon noch ein bisschen Zeit nehmen. Sportler gehen ja immer davon aus, dass sie es leichter haben, eine Frau näher kennenzulernen. Aber da sollte man ganz besonders auf das Wie und Wo achten. Hier ist unsere erste Neuvorstellung. Da war der Futterkapitän wohl gerade hinten in der Kombüse beim gemütlichen Mittagsschläfchen. Ist ja klar, dass der nichts mitbekommt. Aber irgendwie sind da auch seine Eltern dran schuld. Ich meine, wer als Kind in der schaukelnden Wiege lag, schläft auf einem Kutter natürlich ständig ein. Aber die Sache mit dem festen Boden unter den Füßen ist auch nicht immer das, was man sich wünschen würde. Genau davon kann Ihnen der nächste Mann ein Liedchen singen. Ja, oder direkt den Leuten in der Etage darunter. Das kommt, wenn man auf einer Kassette nur schräge Töne aufnimmt. Da ist man ganz schnell auf dem absteigenden Ast. Aber je früher man das lernt, desto besser. Und insofern muss das Kind nicht länger auf der schiefen Bahn bleiben. Weiterhin gilt aber schon für die ganz Kleinen: Augen auf. Besonders, wenn eine Kamera in der Nähe ist. Sonst ist man ganz schnell in den Clipcharts. Zum Beispiel als Neuvorstellung Nummer 14. Und wenn man jemanden dazu bittet, einen in den Schlaf zu schaukeln. Aber ich bin mir ohnehin nicht so sicher, ob das jetzt eine Aufnahme aus dem Urlaub war oder doch aus einem chinesischen Foltergefängnis. Tja, man sollte einfach aufpassen, was man sich wünscht. Wenn man zum Beispiel eine verschlossene Tür öffnen will, dann muss man sich schon davor informieren, wie das eigentlich geht. Das ist doch mal... Da will man sich eine neue Hütte aus Holz bauen und der Baum, den man dafür fällt, reißt die alte Hütte direkt ab. Also, ich find's super, oder? Für mich sind's die besten Holzfäller des Jahres. Außer Sie hatten das möglicherweise gar nicht so geplant. Dann müssen Sie den Titel natürlich wieder abgeben. Vielleicht direkt an den nächsten Mann. Der ist zwar kein Holzfäller, aber er weiß, was er will. Und auch wenn er es nie haben wird, nichts hält ihn davon ab, so zu tun, als hätte er es. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Hier unser Werbeclip des Tages. Ich dachte, ein Biker da schon zu Ende war. Ich hätte so gerne gesehen, wie er sich noch Regentropfen und Blätter ins Gesicht fliegen lässt. Der Hauptdarsteller unseres nächsten Clips will möglicherweise auch etwas nachstellen. Vielleicht einen schäumenden Wasserfall oder sowas. Zumindest tut er wirklich alles, um ganz schön nass zu werden. Zu sehen in unserer Startnummer 10. Krücken sind ja bekanntlich ein gutes Flirtmittel. Da weckt man ganz offensichtlich den Beschützerinstinkt bei den anderen Menschen. Allerdings sollte man es mit seiner Unbeholfenheit auch nicht übertreiben. Auch eine Möglichkeit, Kopfstand zu üben. Aber ich muss schon zugeben, da finde ich den ganzen Aufwand mit dem Pferd und dem Parcours doch ganz schön übertrieben, oder? Außerdem hätte die Reiterin ja auch ein bisschen länger im Kopfstand bleiben können. Wenn das Pferd sich schon so schön vorbereitet hat, oh, das ist wirklich ungerecht. Naja, während ich einen Protestbrief vorbereite, gibt es für Sie eine Sammlung der besten Clips. Und zwar mit den ganz, ganz Kleinen. Was lernen wir daraus? Wasserdichte Kameras kann man wohl an mehr Orten gebrauchen, als man vermutet. Einen wasserdichten Computer brauchen Sie bei uns aber trotzdem nicht. Selbst wenn wir unsere Homepage fließend mit einer wahren Flut neuer Clips auffüllen. Bei kabel1.de finden Sie nämlich unsere Neuvorstellungen und unsere Charts. Und wenn Sie sich die Filme angeschaut haben, dann können Sie dort auch Ihre Stimme für die witzigsten Clips abgeben. Und die Besten, die schaffen es dann natürlich in unsere Top 5. Der erste Clip in der Spitzengruppe hat wieder etwas mit Wasser zu tun. Kleine Kinder setzen sich ja gerne mal einen Eimer als Helm auf den Kopf. Falls Sie sich jetzt fragen, warum Sie das wohl tun, ja, weil der Opa es auch so vormacht. Ob nun freiwillig oder nicht, hier ist Platz 5. Oh, ich hoffe, hat das Tanzturnier nicht auch noch gewonnen. Unsere heutigen Gewinner sind der kleine Klaus und die unsichtbare Frau. Herzlichen Glückwunsch! Oh, wie peinlich. Mit unserer Titelmusik wäre ihm das sicher nicht passiert. Und die gibt's auch im Übrigen für Ihr Handy. Bestellen Sie sich den Song Love Generation als Klingelton. Schicken Sie dafür einfach eine SMS mit Love an die 41500. Auf der Videotextseite 383 oder auch auf kabel1.de gibt's weitere Infos dazu. Die Arbeit der Imker ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Wenn sie nämlich nicht vorsichtig genug sind, gibt's Ärger. Und der sieht bei Bienen ganz schön böse aus. Aua! Hier ist Platz 3. Also ich glaube ja, die kleine Lederkrawatte war schuld. Die hat den Mann einfach umgerissen. Wahrscheinlich war sie aus einer Kuh gemacht, die früher da geweidet hat, wo heute der Golfplatz ist. Eine gerechte Strafe also für Lebensraumvernichter.
Sollten Sie auch solche spektakulären Aufnahmen auf Video haben, dann her damit. Einfach einsenden per Post. Und bitte nicht vergessen, auf kabel1.de die Clips nochmal anzuschauen und unsere Top 5 zu wählen. Auf Platz 1 hat es heute ein Überwachungsvideo geschafft. Wir erleben einen dreisten Diebstahl, der sich auch noch am helllichten Tag abspielt. Aber man muss zugeben, dass man da gar nicht so richtig böse sein kann. Denn der Dieb ist einfach so süß. Das Opfer allerdings auch. Und genau das macht den Fall so schwierig. Entscheiden Sie einfach selbst. Tschüss und viel Spaß mit Ihrer Nummer 1.